Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu der neuen Episode zusammen mit Elinski. Hi. Und weil ihr so mega auf diese Sky-Abenteuer abfahrt, haben wir heute was ganz Besonderes. Seht ihr das? Also man sieht es nicht so wirklich, weil es einfach viel zu heftig ist, aber das ist ein verdammt hoher Turm. Oh, krass. Guck mal, wie weit wir über den Wolken sind. Also die Boah, ich will mich direkt einmal runtergraben. Nein, Elina, das ist gerade nicht das, was wir machen sollen. Ach okay, so. Warte, ich lese das mal das Buch. Kannst du mich finden? Okay, das heißt, unsere Mission ist heute, jemanden zu finden, offensichtlich. Ich würde sagen, wir rüsten uns erstmal aus, weil ich weiß nicht, was uns innerhalb dieses Turms erwartet. Und, Elina, wenn du mal nach Norden guckst, wenn das Norden ist, keine Ahnung, da ist eine Kiste. Die sollten wir uns vielleicht schnappen, oder? Ja, na sicher. Okay, das heißt, ich baue jetzt erstmal Holz ab und baue mich mal rüber zu der Kiste. Wenn ihr mehr Sky-Episoden sehen möchtet, Leute, vergesst auf keinen Fall, den Like-Button zu flanken und auch kostenlos zu abonnieren. Ja, und das eine Holzstück. Ach nee, jetzt habe ich aus Versehen Rechtsklick gemacht. Das eine Holzstück hat sich hier oben. Ja, habe ich dich, genau. So, okay. Reicht das jetzt hier schon? Bam. 24 Blöcke. Das ist mega weit weg, Elina. Das reicht niemals. Das oh, doch, das reicht, Elina. Ich bin da. Da ist ein Buch drin. Woo! Vom Ersteller. Wenn du dieses Buch erreicht hast, heißt das, du möchtest wirklich. Ja, natürlich. Ach, wir werden erstmal die. Was? Wir werden erstmal die Regeln nur erklärt. Aber hier sind 37 Seiten. Hier ist. Ja, hier ist was versteckt. LOL Challenge, bla bla bla. Mann! Der Modern-Node. Okay, es sind also auch verschiedene besondere Challenges, Herausforderungen hier versteckt, laut diesem Buch. Okay, Lina, let's go. Dann graben wir uns jetzt hier mal nach unten. Mensch, wo geht's denn hier nach unten? Achso, wir sollten uns vielleicht eine Spitzhacke machen, wenn wir weiter wollen, ne? Hast du Holz? Ich habe ein bisschen Holz. Oh, zum Glück, ich habe ja alles verbraten. Ja, Moment. Okay, mach mal eine Spitzhacke hier klar, Elina. Spitzi. Eine Spitzi, genau. Und dann warte mal kurz, weil dann mache ich uns Stein und dann können wir uns zwei Steinspitzhacken machen. Okay. Geben Sie mir einen Moment, wir brauchen 6, korrekt? Und eine Schaufel am besten auch. Also 6, also 8. Eisen, Alter! Kohle auch noch. Okay, aber das können wir noch nicht abbauen, das brauchen wir eine bessere Spitzhacke. Oh, so dunkel. Gibt es hier Monster? Ja, natürlich gibt es hier Monster, glaube ich zumindest. So, okay, wir gehen nach oben. Hey, ich habe gerade eine Kuh gehört, glaube ich. Jetzt brauche ich nur noch, haben wir noch Sticks? Nee, ne? Ich hoffe, es kommt noch eine Ebene mit. Nein. Es kommt noch eine Ebene mit Holz. Ansonsten haben wir hier wohl Problemchen. Okay, aber wir müssen auch schnell sein, Elina, denn wir graben uns jetzt hier erstmal nach unten. So, okay, hier kommt erstmal so eine Art Minenebene mit einem Haufen Eisen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, weil wir werden, denke ich mal, ziemlich sicher eine Rüstung brauchen, so dunkel wie das hier wird. Okay, Leute, weiter nach unten. Nächste Eisenschicht, so. Boah, die Steine. Oh, okay. Ah, Holz. Ich habe die nächste Schicht hier, Elina. Yes. So, Kies. Vielleicht brauchen wir ja auch Pfeile oder so. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund hier alles, ja. Das heißt, der Typ hat sich ja was dabei gedacht. Okay, gut, dann mache ich hier uns mal. Ich baue mal das Holz ab, mache uns einen Ofen, brate das ganze Eisen und mache mir eine Eisenspitzhacke, Eisenschwert und so weiter, was man halt alles braucht. Ich habe Lapis gefunden, Ben. Lapis, Alter, zum Verzaubern. Ja, aber sicher. Wir haben ja noch nichts zum Verzaubern. Oh, hast du ein Eisen? Mir fehlt ein Eisen. Ich habe 3 Eisen, ja. Dann rück mal raus, die Bude. Warte, ich muss erstmal das Lapis abbauen. Eisen. Ich habe auch ein Eisen. Noch ein Eisen. Noch ein Eisen. Und noch ein Eisen. Marilina, ich brauche dein Eisen nicht. Was, du hast einen Kumpel? Wen? Kohle. Ach, Kohle. So, okay, jetzt haben wir genug, um uns hier definitiv schon mal eine Spitzhacke zu machen. So, das heißt, die kann auch weg. Und wir haben auch genug, um uns ein Schwert zu machen. Schmeiß auch mal dein Eisen hier rein, Elina. Oder hast du schon? Ja, sicher. Oh Gott. Ich lebe noch, Elina. Echt? Ja, ich bin hier gelandet und diesen Gegner. Okay, Leute, das wird jetzt sehr, sehr, sehr kritisch. Aber ich gebe mein Bestes, hier zu überleben. Ich habe nur gesehen, wie... Oh, Elina, hilf mir! Nee, hilf mir nicht, ich habe alles unter Kontrolle. Wieso sagst du nein? Ich habe oh nein gedacht. Ach so. Alter, ich hab's, Elina. Yo! Das hat sich sowas von gelohnt. Okay, wir haben ganz, ganz, ganz viele Eier. Aber nimm das Eisen mit, wenn du hier schon runterläufst. Okay. Alter, haben wir einen Haufen Zeug. Das ist alles zum Brauen und so. Soll ich den Ofen auch mitnehmen? Mein Inventar ist schon voll. Ja, nimm alles mit, Elina. So, ich schmeiß mal alles weg, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Das kann auch weg. Knochen kann auch weg. Die Pfeile behalten wir mal. Das kann weg. Okay, das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Okay. Habe ich eigentlich eine Ebene übersprungen? Nee, ne? Ich bin einfach nur nach unten gefallen.
Da ist Lava! Ups. Elina, zwischen den beiden Ebenen ist Lava. Du gräbst dich direkt in die Lava. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Okay. Siehst du die? Die muss da irgendwo sein. Ah, der ist noch sehr, sehr tief, aber wir haben schon viel geschafft auch. Okay, ich grab mal direkt weiter. So, ich habe übrigens inzwischen auch einen relativ nicen Bogen mit Kraft 1 Verzauberung. Also die haut Gold! Ja, wir sind reich! Und Lapis! Und Eisen! Wir sollten uns definitiv auch eine Rüstung machen. So, okay, noch mehr Gold. Für was braucht man Gold? Für goldene Karotten. Aber sonst... Ja, aber sonst eigentlich nicht. Ich meine, Rüstung ist jetzt nicht so geil. Werkzeug auch nicht so prickelnd. Lapis. Goldäpfel natürlich. Ah, sicher. Das könnte man brauchen. Ich habe nämlich echt... Ja, ich habe die nächste Ebene, Elina. So, und go. Okay, was ist das jetzt hier? Was geht hier ab? Eine Kiste? Weiter geht's nach unten, Leute. Das ist ein Spawner. Schon wieder? Ah, abbauen. Wir sind, wow. Alter, ist was explodiert, oder? Nee. Nee, hä? Hab sich voll so angehört irgendwie. Okay, weiter geht's, Leute. So, zack. Schnee. Emeralds. Emeraldos. Gib mal her, die Bude. Redstone. Eis. Hier ist Eisen, Elina. Du hast doch noch eine Eisenspitzhacke, nachdem du die verloren hast, die ich dir gegeben habe. Hey, ist voll viel Eisen. Easy. Wir haben deine Eisenspitzhacke wieder zusammen. Juhu. Oh nein. Ist das runtergefallen? Ja. Gut, wir haben sie vielleicht doch nicht zusammen. Aber für was? Jo, ich weiß, für was wir die Smaragde brauchen können. Ich habe Spawn-Eier für Villager. Ah, okay. Vielleicht können wir damit den Emeraldos was Gutes tauschen. Okay, nächste Ebene, Elina. Es geht weiter. Geht weiter. Schlack. Gold. Apfel, meine ich. Oh Gott, hast du ihn aufgesammelt? Oh, sorry. Noch nicht mit Absicht. Das Holz sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Wir haben nicht so viel. Ich nehme das Holz. Okay. Das ist meine einzige sinnvolle Aufgabe gerade. Ich mach weiter. Oh, die erste Glasebene, Elina. Darüber haben wir doch was gelesen. Ich habe zwar nicht verstanden, was ihr sagen wollt, aber wir haben zumindest sind wir jetzt hier richtig. Jo, wie viele verschiedene Blöcke, Leute. Guckt euch das an. Ey, ich raste hier richtig nach unten, Elina. Oh, alter Spawner. Direkt abgebaut. Und wir stürzen uns runter. Wir haben uns... Alter, kann man übelst gleich runterfallen. Jo, wie gefährlich ist das denn hier, bitte. Wir haben übrigens uns eine Goldbrustplatte auch gemacht. Oh, Elina, ich brauche dringend deinen Speicherplatz. Hier, also holy. Oh ja. Okay, also das ist ja alles nur so Spielerei. Den Amboss nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Bücherregale brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber warte, wir müssen uns hier erstmal sortieren. Ich mache mal hier den Ofen hin und die Werkbank. Da kannst du mal alles machen, was du so willst. Da, so. Ich habe halt einen Haufen Tiere. Weißt du, ich spawn die jetzt hier einfach. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen noch. Ich schenke ihnen die Freiheit. Kommt, meine lieben Tiere. Da, Hühnchen, Schaf, Mu, Kaninchen, Tinten. Na gut, du hast kein Wasser. Es tut mir leid, mein Guter. Und Frieda! Oh Gott, Frieda 2 fällt fast runter. Oh, ganz ruhig, so Frieda 2. Frieda hat eine Zwillingsschwester. Ja, Frieda 2, sag ich doch. Okay. Damals. Nein, das heißt. Ey, die Kuh hat den Tintenfisch runtergenockt. Das ist gar nicht nett von dir, Frieda 2. Weiter geht's. Wir haben alles Wichtige eingepackt. Oh nein, Hühnchen, du bist hier leicht im. Alter, was ist das? Ab nach unten. Okay, wir haben den Spawner abgebaut, bevor ihr was. Oh mein Gott, Edin, das ist die OP-ste OP-Kiste von OP-Hausen. Das sage ich dir, du. Ehrlich? Ja, mega. Soll ich mal lunzen? Ja, lunzen mal. Oh, hier, Alter. Warte, ich tue mal Sachen für dich hier rein. Das kannst du nehmen. Wow. Ich habe gesehen, dass du dir die Tierschmidt-Sacke genommen hast. Ach so, ich dachte, das kann ich nicht. Nee, nimm ruhig, nimm, ist okay. Drachenei, Alter. Und die ganzen Bücher, kannst du die nehmen, ey? Schärfe 3? Ey, wir brauchen... Jo, warte. Warte. Yeah, ich habe ein Schärfe 3 Schwert. Und eine Glücksspitzhacke. Mega. Und warte. Ja gut, ja, Federfall-Lederschuhe macht jetzt nicht so einen Sinn. Aua. Sorry. Aber den Amboss nehmen wir auf jeden Fall mit. Der ist verdammt wertvoll. Boah, hier ist Magma-Dings. Pass auf. Essen noch? Okay. Magma? Wo? Da ist ein Spawner. Ich sehe es doch jetzt schon. Wo? Da ist irgendwas. Jawohl. Die Hunde, Alter, ich bin ja auch in die Falle gelaufen. Oh, das könnte vielleicht schief gehen. Ich baue es, wenn ich Spawn habe. Oh nein, Lava, Elina! Oh. Überlebst du's? Ja, ich überlebe. Oh, das wird verdammt knapp. Das war durchaus ein hitziges Gefecht jetzt hier gerade. Was ist in der Kiste drin? Alter, was? Okay, die Dias kannst du mal mitnehmen. Ah, den Rest. Braustand ist auf jeden Fall auch OP.
Nimm du mal die Dias mit, Elina. Den Rest brauchen wir. Ja, ich muss erstmal mich entleeren hier. Weiter geht's nach unten, Leute. Ich habe eigentlich eine echt gute Ausrüstung jetzt inzwischen. So. Auch wenn ich echt gerade fast gestorben bin. Oh, oh. Und nächste Ebene! Das scheint mir so eine sinnlose Ebene zu sein, hier, so wie das aussieht. Ey, Elina, pass doch auf. Oh nein, Creeper, der Creeper! Alter, war das knapp. Oh. Licht an. Oh Gott, Gas. Jo, Erfolg Gas, erzielt. Gas. Nein! Bam! Alter, nice das getroffen, Ben. Ja, das ist ein heftiger. Da Move. Krabbelt sich gerade eine Spinne hoch, sich. Dazu sage ich nur eins. Aua! Wow. Aua! Au! Nein! Oh nein! Elina! Kann es sein, weil ich wäre ohne Tod durchgekommen und dann haben wir uns einfach, also ich meine nicht wir, sondern ich habe uns einfach gekillt. Ich wusste nicht, dass man einen Rückstoß von dem Feuerwerk bekommt. Woher soll man das denn wissen, ey? Da müssen wir jetzt ohne Inventar weiter, die. Das wird wohl ein bisschen schwer. Aber wir spielen ja nicht. Oh, eine Kiste. Oh, guck mal, wenn die nicht angreifen, dann tun die uns nichts. Ganz easy. Eine Holzspitzhacke reicht dir vollkommen aus, Elina. Ja, mir brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was da ist. Wir sind ja fast auf dem Boden. Habe ich dich runtergeschafft? Ja, jo, das ist deine Dierspitzhacke, Elina. Jo. Du bist mir aber, das war jetzt aber ohne Witz da. Und die Lytra, Alter, jawohl. Du bist jetzt aber ohne Witz mir in den Weg gesprungen. Dafür konnte ich nichts. Mann, der Typ kommt mit, der soll mich nicht verfolgen. Wenn ich ihn aus Versehen schlage, war es das. Jo, hier nach unten, oder wie? Ey, liegt unser Zeug. Jo, guck mal, Diamantschüchen. Hast du das gehört? Nö. Wir sind noch nicht ganz unten, Elina. Noch haben wir es nicht geschafft. Wow, hier ist ein Command-Block. Da kann Besteht man einen Knopf drücken. Okay, wenn wir ready sind, sollen wir drücken. Ja, drück mal. Wir sind ready. Haben wir es geschafft? Yay, wir haben es geschafft! Ja! Alter Schwede, ist das krass. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, euch hat die Map gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr Episoden sehen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.